Willkommen zurück, hochverehrte Zuschauer, zu einem weiteren Warhammer Total War Online Game von Ferus Manus, das er mir zusammen mit dem letzten eingeschickt hat. Auch hier bringt er eine Imperiumsarmee ins Feld gegen eine Armee der Waldelfen, wie beim letzten Mal. Und diesmal fangen wir mal mit der Waldelfenarmee an, denn diese Art von Armee habe ich schon öfter mal gesehen, finde sie auch sehr interessant. Sie besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten Deepwood Scouts, die die Fähigkeit Stalk haben, sodass man sie nicht sehen kann, es sei denn, sie sind relativ nah dran. Sie können feuern, während sie sich bewegen, und außerdem können sie auch noch in alle Richtungen schießen. Jedenfalls sollten sie das. Kann man jetzt irgendwie gerade gar nicht sehen. Mit dem Kreis wahrscheinlich, weil das Spiel noch nicht losgegangen ist. Aber die können überall hinschießen. Des Weiteren sind noch 1, 2, 3, 4 Einheiten Wild Riders dabei. Die komplettieren nämlich diese recht schnell sehr mobile Armee. Sobald der Gegner sie versucht, diese ganzen Deepwood Scouts einzufangen, kann der Waldelfenspieler hier mit seinen Wild Riders die verfolgenden Einheiten, die dann relativ aufgetrennt sind, eine Einheit nach der anderen ausschalten. Das vor allem in Kombination mit diesem Netz, der Netzfähigkeit hier, dem Prey of Anathrema, die der Glade Lord auf dem Drachen mitbringen kann, funktioniert das ausgezeichnet. Interessant, hier sind noch zwei Einheiten Wardancers mit Azrai Spear mit dabei. Die sind jetzt auch schon zum zweiten Mal zu sehen hier bei diesen Gastspielen. Wundert mich, die haben sich wohl auch ins Meta eingeschlichen. Ein Spellsinger mit Life zum Regenerieren. Also auf jeden Fall eine Fluchtarmee. Vielleicht könnten diese Wardancers hier zu einem Problem werden. Dadurch, ich meine, so ist es jetzt ein bisschen Hybridarmee. Starke Einheiten zum Kämpfen, aber eigentlich hauptsächlich eine Fluchtarmee. Mal sehen, wie das funktioniert. Ferus Manus hat mitgebracht 1, 2, 3 Einheiten Greatswords, was mich tatsächlich schon relativ wundert, weil warum sollte man Greatswords gegen die Waldelfen mitbringen? Sie haben keine gepanzerten Einheiten und haben auch keine Schilde gegen den Beschuss. Vielleicht wegen der Panzerung. Hat mich auf jeden Fall gewundert. Sie haben tatsächlich aber auch noch einen Bonus gegen Infanterie. Mal sehen, wie die sich hier schlagen werden. Davor auch nochmal die Sigmars Söhne mit ihren Schilden relativ leicht gepanzert, um wahrscheinlich den Beschuss von Bogen aufzufangen. Zwei Einheiten getarnte Fernkämpfer, die Silver Bullets und Sterlings Revenge. Dahinter noch eine Einheit Reichsguard und die Demigreif Ritter mit Hellebarden dabei. Als Lord hat er einen General auf einem fliegenden Monster und zwei Zauberer tatsächlich dabei. Ja, der Wizard mit Heilung und Light Wizard mit dem Net of Amentok, eine extrem gute Wahl gegen die Waldelfen, vor allem gegen so eine Fluchtarmee. Das kann extrem verheerend sein. Und auch noch interessant zu sehen hier eine Hearthstorm Rocket Battery. Sehr gewagt, meiner Meinung nach, denn wenn sich der Waldelfenspieler hier mit seinen, wie heißen sie, mit seinen Magic Missiles, diesen. Ja, mal gucken, wie sie heißen. Genau, mit den Arrows of Cornus darauf konzentriert, kriegt er die eigentlich relativ schnell kaputt. Mit jedem Schuss normalerweise ein. Also hier hinten ist noch ein Spellsinger, habe ich ganz vergessen. Nur mit dem Enfeebling Foe. Gut, dann legen wir mal los. Und schauen, was die Armeen hier machen. Die Hellstorm Rocket Battery beginnt logischerweise sofort mit dem Feuer. Und was nimmt sie sich heraus als Ziel? Sieht so aus, als hätten sie sich auf die Wardancer konzentriert. Der Schuss ging allerdings leider daneben und ja, gerade schießt sie. Moment. Hier ist jetzt etwas ganz Merkwürdiges, nämlich sind diese Einheiten gerade nicht versteckt, obwohl sie sich hier im offenen Terrain befinden, nicht schießen und kein Gegner in Reichweite ist. Und dadurch können sie jetzt beschossen werden von der Hearthstorm Rocket Battery. Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Die sollten nicht gesehen werden können, aber sie werden trotzdem gesehen. Und schon viel zu früh. Gut, vielleicht funktioniert die ganze Idee trotzdem. Er sollte sein Feuer hier auf die Hearthstorm Rocket Battery konzentrieren, damit die nicht weiter auf seine weichen Bogenschützen schießen kann, die er unbedingt, unbedingt behalten muss, damit sie die ganze Infanterie von Ferus Manus zerstört. Scheint auch relativ gut zu funktionieren. Auf der anderen Seite bekommt er so wieder Feuer ab von der Fernkampf-Infanterie von Ferus Manus und jetzt bewegt sich endlich seine Infanterie nach vorne. Aber die Hellstorm Rocket Battery
ist auf dem Rückzug, hat nur 12 Kills erzielt, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt, diese Investition, auch wenn es sich auf andere Art und Weise gelohnt hat, nämlich ist so der Waldelfenspieler nach vorne gelockt worden und direkt in dieses Net auf Amentok rein, was ganz katastrophal ist und eigentlich müsste jetzt Ferrosmanus sofort angreifen, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kommt er doch hinterher. Und was macht hier der Waldelfenspieler mit seinen Wild Riders? Er macht irgendwie gar nichts. Warum läuft er jetzt dahin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Er hätte sie hier benutzen müssen, um entweder frontal in seine Greatswords anzugreifen, denn hier sind ja keine Fernkämpfer, die Kavallerie ist auch weit weg, oder hier hinten rum gehen, um zu verhindern, dass er mit allen seinen Einheiten kommt. Vielleicht wollte er hier versuchen, die Kavallerie abzufangen, aber er hat einfach nicht genug. Seine Armee ist nicht darauf ausgelegt, auf so ein Mass, auf ein Gemetzel mit dem Imperium. Da würden sie auf jeden Fall verlieren. Und jetzt laufen sie alle einfach rum und machen gar nichts und lenken den Gegner auch nicht ab. Das ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite hat jetzt Ferrosmanus seine Hellstorm Rocket Battery verloren. Waldelfenspieler 3 Einheit Deep Wood Scouts. Von den Kosten her ist es, glaube ich, noch vergleichsweise ausgeglichen. Und dafür werden jetzt die Imperiumseinheiten hier konzentriert sehr, sehr gut beschossen. Was macht der Waldelfenspieler jetzt? Ich weiß nicht, was hier macht. Das ist ganz merkwürdig. Er hat jetzt seine beiden mobilen Kombinationseinheiten zweimal Wild Riders hier auf der linken Flanke des Imperium-Spielers platziert. Warum? Ihr könnt hier genau sehen, dass er das Ferrosmanus jetzt hier genau gegen diese zwei Einheiten seine beiden Spearman-Einheiten stellen kann. Er hätte hier lieber eine Einheit nach links, eine Einheit nach rechts, vielleicht noch hier einstellen können, damit der Imperium-Spieler mit Ferrosmanus hier ein bisschen in Probleme kommt und nicht weiß, wo er seine Einheiten aufstellen muss. Er fordert natürlich auch entsprechend viel Mikroarbeit vom Waldelfenspieler und irgendwie ist er nicht so richtig dazu in der Lage, so wie es aussieht. Und Micro-Skill ist extrem wichtig, wenn man so eine Armee spielt, wie sie der Waldelfenspieler gerade genommen hat. Zwei Einheiten Deep Root Scouts werden nicht genug sein hier, um so übermäßigen Schaden hier an diesen Greatswords zu verursachen, die auch noch stark gepanzert sind und diese Deep Root Scouts haben keine panzerbrechenden Pfeile. Schon recht ungeschickt. Und was machen diese Wild Riders hier? Die laufen immer noch hier irgendwo in der Gegend rum und machen gar nichts. Sie müssen jetzt wirklich hier sein. Wenigstens zwei Einheiten. Sie helfen zwar ganz gut dabei, die Kavallerie von Ferrosmanus hier hinten zu halten, aber der muss sie natürlich auch hier hinten halten, um seinen Rücken gegen diese Kavallerie zu schützen. Dazu ist sie da. Deswegen hat hier der Waldelfenspieler nichts gewonnen. Und die Wardancers laufen jetzt gerade weg. Warum laufen sie gerade weg? Ich dachte, dazu sind sie da, um hier diese Infanterie aufzuschalten. Jetzt hat er nicht aufgepasst, unser Waldelfenspieler. Und er ist zu nah hier an Ferrosmanus reingelaufen. Wird jetzt eventuell sogar erwischt. Hier hinten sind die Wardancers reingekommen und können vielleicht Stirlitz Rian schnappen. Hier hinten hat Ferrosmanus ein Net of Amentok auf diese Wild Riders gecastet, aber irgendwie hat es nicht wirklich ausgenutzt, sodass das Netz jetzt mittlerweile schon wieder weg ist. Wird aber jetzt wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen, da der Waldelfenspieler nicht wirklich aufpasst und eine Einheit Wild Riders ohne Gegencharge angegriffen worden ist. Und das ist sofort ihr Tod. Was hier vielleicht noch besser gemacht hätte werden können, Demigryphon auf die eine Einheit schicken, Reichsguard auf die andere. Das wäre besser gewesen. Und was ist jetzt los? Zwei Einheiten, die anderen zwei Einheiten Wild Riders machen gar nichts. Sie laufen wieder irgendwo rum. Er findet keinen wirklichen Weg, keinen wirklichen Ort, wo sie hinkommen, wo sie Schaden machen können. Jetzt in der Situation, vier Einheiten Wild Riders gegen zwei Einheiten Kavallerie hier und den Lord hätten vermutlich auch den Sieg bringen können, wenn sie jetzt irgendwie von der Seite angegriffen hätten. Vielleicht auch nicht den Sieg, aber wenigstens hätten sie viel Schaden gemacht. Oder hier hätten sie helfen können, aber sie sind einfach nicht da. Der Waldelfenspieler hat seine Armee hier leider nicht so richtig unter Kontrolle. Und jetzt sehen wir hier einmal wo diese Idee funktioniert. Die Deep Wood Scouts laufen weg vor der Infanterie von Ferrosmanus, während die hier Schaden nimmt. Aber es ist nicht wirklich effizient, weil die Great Swords ihre Panzerung haben. Und jetzt so im Nachhinein scheint das doch gar keine so schlechte Idee gewesen zu sein, die Greatswords mitzunehmen, weil sie trotz ihrer fehlenden Schilde eben nicht sonderlich viel Schaden nehmen. Wardancers ist das praktisch das Letzte, das hier jetzt noch in der Mitte vorhanden ist. Wild Riders machen immer noch nichts, laufen immer noch planlos durch die Gegend, werden jetzt auch noch beschossen von den Silver Bullets, die katastrophalen Schaden an ihnen anrichten, je länger sie auf sie schießen können.
Wardancers werden jetzt angegriffen von die. Aber jetzt kommen endlich die. Endlich sind die Wild Riders da und machen einen Angriff in den Rücken des Gegners. Aber der Angriff war auch ein ziemlich schlechter. Der war richtig gebloppt. Die eine Einheit wurde von den Einheiten der anderen Wild Riders abgefangen, sodass sie nicht ihren vollen Charge-Bonus einsetzen können. Der hätte sich hier ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Die eine Einheit hätte hier angreifen sollen, die andere von hier hinten. Dann hätte er wahrscheinlich schon mindestens zwei Einheiten hier geroutet. Hätte das hier einen großen Unterschied gemacht. Kann gut sein. Ich bin gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Denn wie wir gesehen haben, sind die Wardancers hier mit ihren Speeren sehr, sehr stark gegen sehr viele verschiedene Arten von Infanterie. Obwohl ich immer noch die, wie heißen sie? Die Boot Scouts? Die Boot Scouts bevorzuge. Ich glaube, so heißen sie. Ne, das sind die Deep Scouts. Die anderen Typen mit ihren großen Hellgliven. Hellglaives. Aber es ist einfach, glaube ich, jetzt zu viel da. Heroes Manus hat noch viel zu viele Einheiten. Da wird nichts mehr dran zu drehen sein. Für den Waldelfenspieler. Vor allem, weil hier noch Demigreifen sind. Und irgendwo läuft auch noch die andere Kavallerieeinheit rum, glaube ich. Ja, da hinten auch noch bei voller Gesundheit. Das ist das Ende. Und wie zu erwarten war, flüchtet diese Einheit Wild Riders und irgendwie lässt er diese Einheit Wardancers einfach stehen. Gegen diese paar Speerkämpfer, die noch hier hochstehen. Und er verliert seinen Kopf. Gewinnen sie natürlich ohne Probleme. Und da verliert der Nächste ihren Kopf, den mögen es wohl Köpfe abzutrennen. Diese Ladies, unschön, unschön, muss ich sagen. Aber es sind ja auch nur Menschen. Und aus irgendwelchen Gründen hat er jetzt ja noch seinen Glade Lord geopfert, zu einem ganz komischen Moment. Warum ist er hier gelandet? Hier war nichts. Vielleicht habe ich es auch am Anfang nicht mitbekommen. Tatsächlich sind noch zwei Einheiten Deep Wood Scouts übrig. Aber was sollen die machen? Das sind keine Nahkampfeinheiten und die Moral bricht jetzt sowieso zusammen, weil der Lord tot ist, weil die Heldeneinheiten fliehen. Und das war das GG für Ferros Manos. Orca hat hier, Ferros Manos hat hier sicherlich verdient den Sieg mit davon, nach Hause genommen. Orca hat hier zu viele Fehler gemacht. Er hat seine Wild Riders einfach nicht gut eingesetzt. Das hat ihm mit Sicherheit meiner Meinung nach den Sieg gekostet, dass sie einfach die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen sind, nicht geholfen haben, nicht gestört haben und als sie dann eingegriffen haben, hat er sie irgendwie dann doch halb vergessen. Merkwürdiger Bug hier mit den Deepwood Scouts, dass sie irgendwie auf offenem Feld gesehen worden sind, das wundert mich ein bisschen. Hätte vielleicht noch ein bisschen Unterschied gemacht, aber ich glaube viel am Ausgang hätte es nicht geändert. Schöne Performance hier der Greatswords, hätte ich nicht erwartet, hätte ich an sich auch nicht mitgebracht, aber war eine gute Leistung, für diesen Kampf eine gute Wahl. Würde sagen, hier alles richtig gemacht von Ferros Manos. Fehler von Orca gut ausgenutzt und deswegen einen verdienten Sieg davongetragen. So, herzlichen Dank für dieses Replay, was Ferros Manos mir gesendet hat. Schickt mir auch gerne eure Replays, wenn ihr welche habt. Ich gucke sie mir gerne an, kommentiere. Und falls es euch das Video gefallen hat, liked und subscribed. Ich freue mich drüber. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.